Wir sind mit dem Wohnmobil ein paar Tage an der Ostsee unterwegs. Schon im Frühjahr 1990, kurz nach der Wende, waren wir neugierig und hatten die Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern besucht. Im Frühjahr 2024 hatte uns unsere Tour bis Kühlungsborn geführt. Jetzt im August geht es nur wenige Kilometer weiter bis Bad Doberan. Die Schmalspurbahn Molly, die wir schon im Kühlungsborn sahen, hat hier ihre Endhaltestelle. Aber dazu später. Zunächst treffen wir auf das aus dem 12. Jahrhundert erbaute Doberaner Münster. Es war bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Kirche der Zisterzienser. Das Münster gehört zu den wichtigsten hochgotischen Backsteinbauten im Ostseeraum. Doberaner Mönche sahen während ihrer Reisen in Frankreich die dort emporwachsenden gotischen Kirchen. Einen weiteren Einfluss auf den Bau der Kirche übten auch die ansässigen Landesherren aus. Doberan wurde die wichtigste Grabstätte der mecklenburgischen Fürsten. In vielen Details ist die Kathedrale einzigartig. Der Hochaltar aus 1300 ist der älteste Flügelaltar der Kunstgeschichte. Einzigartig ist auch der zweiseitige Flügelaltar mit dem ebenfalls doppelseitigen, 15 Meter hohen, monumentalen Triumphkreuz in der Mitte der Kathedrale. Leider ist das Kreuz wegen Restaurierungsarbeiten schlecht zu erkennen. Er stammt aus der Zeit um 1360. Es handelt sich um das monumentalste Werk seiner Art und Zeit europaweit. Das Gesamtwerk ist beidseitig mit mehr als 30 Szenen aus der Bibel gestaltet. Von den zahlreichen bedeutenden Kunstwerken der reichen mittelalterlichen Ausstattung seien hier das Chorgestühl der Mönche oder die geschnitzte Kanzel erwähnt. Weite Besonderheiten sind die sehr aufwendig gestalteten bleiverglasten Fenster. In der nördlichen Chorumgangskapelle befindet sich ein Reiterstandbild aus einem Sandsteinsarkophag. Es ist die Grabanlage des herzoglichen Geheimrates Graf Samuel von Beer. Hier hinter dem Chorumlauf befindet sich auch das Grabmal von Herzog Johann Albrecht und seiner Frau Elisabeth, die letzte Beisetzungsstätte im Münster. Wir verlassen das Münster, gehen durch den Park und passieren das Fachwerkhaus, das sogenannte Möckelhaus und das Torhaus in Richtung Innenstadt. Die Häuser, teilweise mit schönen Erkern auf dem Weg in die Stadt, sehen alle sehr saniert und freundlich aus. Auf dem Markt ist heute seiner Bestimmung nach auch Markt. Am Alexandrinenplatz findet ein rotes, klassisches Backsteingebäude unsere Aufmerksamkeit. Die Vorderfront des Gymnasiums. Und dann warten wir darauf, dass die nächste Schmalspurbahn hier einfährt. Die Menschenmassen warten schon auf die hiesige Attraktion, die Molly, wie sie hier liebevoll genannt wird. Wir wollen nicht mitfahren, sondern die Menschen beim Einsteigen auf die offene Plattform beobachten. Und dann kommt die Besonderheit der Bahn, die fährt durch die Stadt, entlang der August-Bebel- und Beethovenstraße, direkt an den angrenzenden Häusern vorbei. Das Rattern, der Dampf und der Ruß aus der Lokomotive gehört zum täglichen Leben der Anwohner.
Wir schauen der davonfahrenden Bahn nach und gehen dann durch den Kurpark, der hier Kamp heißt. Die Parkanlage im englischen Stil mit Eichen, Linden und Kastanien bilden eine künstlerische Einheit mit dem roten und weißen Pavillon von 1809 bzw. 1813, dem Kurhaus von 1793, dem Salongebäude von 1802 und dem großen Palais von 1806. Wir gehen zu unserem Wohnmobil am Münster und die Molly dampft in Richtung Heiligendamm und Kühlungsborn. Unser nächster Stopp ist Warnemünde.